nachdem die Kinder die ersten Erscheinungen hatten, sind sie zu Ihnen gekommen. Haben Sie das dann sofort geglaubt oder wie war das dann, also ganz am Anfang? Also es ist nicht so ganz wahr, dass ich bin nicht von Anfang da. Ich bin erst gekommen im Jänner 82, also fast 6 Monate später. Aber der Priester, der heute Nachmittag kommt, Pater Joso, er war dann der Pfarrer da. Aber ich bin gekommen von Deutschland, von meinen Studien. Und ich hatte ein Interesse an diesem Phänomen. Ich habe ja gehört, ich bin hier ganz nahe auch geboren. Also meine Familie hat mir telefoniert, dass etwas in Medjugorje läuft. Und ich habe gedacht, das ist möglich, natürlich. Und was mich als erstes so irgendwie so in diesem Interesse noch vertieft hat, noch mehr interessiert hat, ist die Begegnung mit den Sehern. Ich und wahrscheinlich viele andere, so, wir haben eine falsche Vorstellung von einem Seher, wer ein Seher ist, was er sein kennt und so weiter. Und ich habe dann auch selber so gedacht, das sind die Leute, die ganz heilig sind, die ganz interessiert sind, mich zu überzeugen und so weiter. Ich bin gekommen und ich musste viele Sachen herausholen. Ich habe erwartet, dass sie ihre Sache dann vertreten und dann sie auch kämpfen, dass die Leute glauben und so weiter und so fort. Davon absolut nichts. Da war meine Frage, wer ist eigentlich diese Gruppe der Seher? Und ich habe dann ein wenig so die Gruppe dieser Seher, also als PR-Gruppe, als Gruppe der jungen Menschen, ein wenig studiert. Und ich habe dann so im September 82 eine kleine Studie veröffentlicht, so eine phänomenologische Studie über diese Gruppe von den Sehern, wo ich sagen konnte, dass diese Gruppe der Seher eigentlich sich selbst übersteigt, transzendiert. Das heißt, man kann das, was hier geschieht, nicht durch die Gruppe erklären, nicht durch die Einzelnen in der Gruppe und nicht nur durch die Gruppe. Weil nach allen soziologischen Regeln hätte diese Gruppe einfach verschwinden müssen. Und zwar im August 81. Ich sage kurz, überall können Jugendgruppen entstehen. Es muss jemand geben, der sagt, hallo, los, irgendwas machen. Also die gleichen Interessen, zum Beispiel Prüfungen vorbereiten, Exkursionen zu machen, irgendwas, Fußball spielen. Und die Gruppe kann weiterlaufen, solange es den Organisator gibt und Interesse. Wenn in einem Moment zum Beispiel das Interesse nicht mehr da ist, dann zerfällt die Gruppe oder sie sucht ein anderes Interesse. Wenn ein Organisator nicht da ist, dann kann die Gruppe natürlich einen anderen Organisator wählen oder unter der Gruppe und so zerteilen. Hier ist etwas geschehen, was eigentlich hundertprozentig soziologisch sagt, die Gruppe kann nicht mehr bestehen. Nämlich, die möglichen Interessen haben sich gegen diese Gruppe gewendet. Der mögliche Organisator, weil es der Pfarrer Joso, und wir viele später dann wurden beschuldigt, dass wir manipulieren. Und also in diesem Moment wurde der Pfarrer, also der mögliche Organisator der Gruppe, ins Gefängnis genommen, am 17. August. Und die Gruppe selbst wurde unter großen Druck gesetzt, nicht nur die Gruppe selbst, sondern ihre Familien und die ganze Pfarrei. Also das war eine klassische Situation, in der eine Jugendgruppe zerfällt. Und die waren eigentlich die Einzigen, die den Frieden sozusagen bewahrt haben und haben immer gesagt, langsam, es wird alles in Ordnung sein. Und das hat mich, also nachdem ich dieses so ein wenig für mich herausgeholt habe, und ich sagen konnte, da diese Gruppe versteht gar nichts, was durch sie passiert. Und sie ist sogar nicht so interessiert für das, was passiert. In einem fanatischen Sinne zum Beispiel. Das ist gar nicht möglich, glaube ich, die Seher, so wie sie sind,
dass jemand auf der Straße begegnet und fragt, bist du schon umgekehrt? Hast du schon den Frieden? Machst du schon was für den Frieden? Fastest du? Absolut nichts. Sie erfahren sich so, bewusst oder unbewusst, so. Sie bekommen eine Botschaft von jemandem und sie geben sie weiter. Mach mal wie ein Telefondraht. Wie ein Medium, also die Botschaft geht durch sie durch. Ja. Es wird also nicht gefiltert oder durch persönliche Erlebnisse angereichert, sondern geht einfach durch die Seher durch. Das war so für mich soziologisch und psychologisch sehr wichtig zu sehen. Weil sie sind nicht so persönlich involviert in das, was später geschieht. Natürlich, aber von der anderen Seite, um die Sache als gesund dann später empfinden zu können, wenigstens für mich. Mit diesen Botschaften versuchen sie selbst zu leben. Und ziemlich streng. Und daran wachsen sie. Sie sind schon also 9 Jahre und ein Monat, seitdem alles vorbei, also angefangen hat. Und sie wachsen daran. Und sie sind von einer Seite ganz bewusst des Druckes der Leute, jeden Tag, der Menschen, jeden Tag. Von der anderen Seite, sie tun diesen Dienst ganz bewusst. Ja, gut, das sind dann spätere sozusagen Überlegungen. Aber das war das Erste, was mich so hineingebracht hat. Und da habe ich gesehen die Botschaften, ich habe studiert die Ekstase mit den anderen vielen Leuten, die uns geholfen haben, besonders 84, die erste von aus Italien, aus Frankreich. Also die Ekstase selbst, das Moment, wenn Sie die Mutter Gottes sehen, da hat man gesehen, dass diese Ekstase nicht zu erklären ist, menschlichen mit medizinischen Mitteln. Zum Beispiel, Sie spüren keinen Schmerz während der Ekstase. Fast wie bei Hypnose, oder? Nicht wie bei einer Narkose, zum Beispiel. Man könnte sie schneiden, sie spüren nichts. Das habe ich gelesen, dass da Untersuchungen gegeben hat, wissenschaftliche Untersuchungen, die das auch nicht erklären konnten. Ne? Nein. Und das hat natürlich dann unsere ersten sozusagen Überzeugungen, die aus phänomenologischen Untersuchungen oder aus dem Betrachten des Phänomens gekommen sind. Jetzt haben wir auch die medizinischen Bestätigungen in dem Sinne, dass man das nicht erklären kann. Dann ist diese Ekstase, dieses Phänomen in sich, als etwas Paranormales geblieben. Also es ist nichts Krankhaftes, es ist nichts von außen, zum Beispiel, wir haben viele Hypothesen, genau wie Hypnose zum Beispiel, auch Telehypnose und viele andere Sachen, aber das trägt nicht, diese Hypothesen tragen nicht, für den Moment, ja. Und Medizin hat es auch dann, hat ihre Grenzen erkannt und anerkannt auch. Und durch nichts kann man das erklären. Jetzt muss man sozusagen, man ist moralisch, ethisch verpflichtet, wenn man für etwas nicht eine Erklärung findet, dann darf man den Menschen nicht als Lügner oder als Kranken erklären, bis man nicht wirklich eine Antwort gefunden hat. Und eine tragende Antwort. Und dann muss man zu den Subjekten gehen, über die man weiß, dass sie normal und gesund sind, und fragen, was ist. Sie haben gefragt. Und sie sagen, es ist die Mutter Gottes. Jetzt kommt dann bei diesem Paranormalen also die Theologie, die Mystik, die Spiritualität und untersucht. Und das ist jetzt noch die einzige Kommission eigentlich, die arbeitet die theologische. Die theologische Kommission muss auf viele Früchte warten, sozusagen im Volk. Pfarreien, das heißt Heilungen, moralische Heilungen besonders, Umkehrgeschichten, Versöhnungen und so, das geistige Wachstum. Wie erklären Sie sich denn dieses konkrete Bild, das die Seher von der Mutter Gottes empfangen? Ja? Also ihr Aussehen, dass die auf einer Wolke schwebt, dass die also eine bestimmte Physiognomie hat. Ja. Wie erklären Sie sich das? Ja, ich habe da nichts zu erklären. Ich habe also geholfen, wie vorhin gesagt, von vielen Sachen. Wir sind jetzt bei den Sehern. Und wir fragen, wen seht ihr? Und dann beschreiben sie eine konkrete Gestalt. Zum Beispiel, bei meiner ersten Untersuchung, also schon 82, ich habe
in 30 Abenden nach der Erscheinung unmittelbar mit allen Sehern gesprochen, und der erste und der zweite konnte sich nicht absprechen, zum Beispiel, was ich frage. Die anderen haben gewartet. Den ersten habe ich geholt, wenn ich wollte, und mit einer bestimmten Frage. Und dann der zweite. Der erste und der dritte konnte sich abgesprochen haben, zum Beispiel, ja. Und ich kann Ihnen sagen, also, soweit ich die Sachen verstehe, ich konnte absolut, mit einer absoluten Sicherheit für mich sagen, diese vier oder sechs junge Menschen, je nachdem wie viele da waren, haben jemand oder etwas vor sich gehabt, das eine Gestalt hat, oder die eine Gestalt hat, und eigentlich die eine ständige, sozusagen, eine konkrete, feste Gestalt hat. Das ist nicht etwas Flüssiges, dass man so läuft und nicht läuft und flüssig ist und schwimmt und nicht schwimmt, wissen Sie. Sondern ganz konkret. Zum Beispiel, ich habe so sagen Sie, Fragen gesagt. Der Jüngste war der Jakob. Ich habe gesagt, wie kannst du mir sagen, dass die Mutter Gottes gelächelt hat heute Abend, wenn mir die anderen gesagt haben, dass sie geweint hätte? Also das war mein Trick. Hat gesagt, du fragst mich nicht, was die anderen gesagt haben, sondern du fragst mich, was ich gesehen habe. Und ich sage dir. Wissen Sie, so waren sie sicher. Und das war, er hat nicht gesagt, zum Beispiel, vielleicht so zwischen Weinen und Lachen. Wissen Sie, es war so, man bekommt den Eindruck, das ist etwas oder jemand, der wirklich da ist. Und die Medizin zum Beispiel sagt uns, also die Ekstase in sich selbst ist unerklärlich. Die Augen. Es gibt eine Reaktion in den Augen. 0,5 der Sekunde. Reaktionen verschiedenen. Also die waren angebunden mit den Elektroden. Das ist eine Reaktion aufs Licht. Zum Beispiel, wenn wir drei sind im Auto und jemand vor uns bremst, dann könnte, wenn wir ideal reagieren, könnte 0,5 sein, soweit ich gehört habe. Also eine Reaktion auf Licht. Und vor den Sehern, physisch, ist kein Licht. Und vor den Sehern ist niemand, der sagt, jetzt los. In einem Moment ist das. Und dann gerade Linie. Das wird abgezeichnet, ja. Wenn Sie sagen, oder sie ist weg, das ist etwas dann näher der Null sozusagen. 0,2. Also es ist nicht so synchron sozusagen wie bei dem Kommen. Am Ende sagen sie, sie sehen, wenn die Mutter Gottes weggeht, sie sehen dreifaches Symbol. Kreuz, Herz und Sonne. Sie sagen, also sie ist weg und schauen so. Und dieses Hinschauen wird bei dem Apparat aufgezeichnet, so Synchronizität 0,2 der Sekunde. Und also all diese Details, Einzelheiten, helfen uns nicht, die Maria zu sehen. Aber helfen uns so, irgendwie menschlich, wissenschaftlich sagen, man kann glauben, man kann, ja, ernst nehmen. Und es hat also in diesen 9 Jahren oder über 9 Jahren keinen einzigen Widerspruch gegeben. In Bezug auf die Erscheinungen selbst, auf die Hauptbotschaften, absolut nicht. Die wurden so oft geprüft. Aber es gab schon Widersprüche, aber auf einer anderen ganzen Ebene. Nicht, wissen Sie, wenn die Seher außerhalb von Erscheinungsfeld sozusagen kommen, wenn sie menschlich so dann sprechen oder antworten, dann ist möglich, dass so auch Widersprüche gegeben werden. Weil man muss immer unterscheiden, ein Seher ist ein Seher und ein Seher ist immer ein Mensch. Man muss immer wissen, wann ein Seher aus dem spricht und wann der Mensch spricht. Wissen, das ist dann. Wie kommt es denn zu dieser konkreten Uhrzeit, dass die Erscheinungen jeden Tag um 18.40 Uhr stattfinden? Ja, das ist so gekommen. Zum Beispiel, diese Erscheinungen verändern den Ort, ja, den Platz.
Sie wussten das nicht, das ist gewaltsam gekommen. Wir sind durch Gewalt. Die Erscheinung haben auf dem Erscheinungsberg angefangen. Und eine Woche vielleicht später hat die Polizei abgesperrt, hat nicht erlaubt, dass man hochgeht. Die sind zu Hause geblieben. Und die wussten nicht, ob die Mutter Gottes dann kommt. Dann kamen sie da zu denen nach Hause. Dann kamen sie zu denen, ja. Dann hat sie denen gesagt, sie kommt, wo sie sind. Einmal. Zweitens, sie hat denen gesagt, sie kommt vor der Messe. Aber nicht sofort. Das war später. Und wir sehen darin auch eine liturgische Sache, eine pastorale Sache. Weil die Rolle der Mutter Gottes ist, uns zu Jesus zu führen. Nichts anderes. Das ist eine große Hilfe für die Christen der anderen Kirchen zum Beispiel. Dass Maria hier nicht im Zentrum ist. Sondern sie ist da, wie in Kana von Galiläa. Sie möchte aufmerksam Jesus auf einen Mangel auf Wein. Wissen Sie die Geschichte? Und sie zieht sich zurück. Hier ebenso, so verstehen wir. Sie kommt vor der Messe, wir kommen, weil wir glauben, sie kommt, ja. Und wir bleiben für die Messe und sie zieht sich zurück. Natürlich, es gibt Menschen, die vielleicht auch in Hintergrund ihrer Frage, gibt es eine noch andere Frage, sind das nicht irgendwelche Mechanismen, die um die Zeit losfahren, gerade um die zwei, um die Zeit vor der Messe. Ich bin mit den Sehern jeden Tag, außer wenn ich den Rosenkranz hier draußen bete. Und ich betrachte das immer kritisch, ich hoffe kritisch. Ich habe übrigens auch in Deutschland studiert und auch dort promoviert und auch ein wenig mit Psychotherapie und Psychologie zu tun gehabt. So, das hat mir vielleicht auch ein wenig geholfen in diesen allen Sachen. Ich bin sehr dankbar. Und ich bin bei denen oben. Und ich sehe, für sie ist das immer eine neue, authentische Begegnung. Das ist kein Spielen, das ist kein Schauspiel, das ist keine Verkrampfung, das ist... Das wäre ja auch schwer durchzuhalten, sagen wir mal, 9 Jahre lang so ein Schauspiel, das da auch im jungen Alter schon angefangen wäre, das ist ja also kaum vorstellbar, dass jemand das durchhält, so konsequent. Das müsste eigentlich zu den schweren psychischen Schäden bringen. Denken Sie sich zum Beispiel, wenn jemand ohne eigenen Verdienst im Zentrum von Kameras so lange bleibt und im Zentrum von vielen Leuten. Es gibt keinen Star auf der Welt, der so viele Besucher jeden Tag hat und er so viele Autogramme geben kann wie diese Seher. Und dazu noch ohne eigenen Verdienst, ohne geübt zu haben, wissen Sie, wenn ein großer Fußballspieler dann einen Beter hat, dann ist es vielleicht normal und er weiß warum, er hat geübt. Die haben einfach so bekommen. Und sie können von ihnen einen Eindruck bekommen, aber sie sind noch immer für mich, soweit ich noch normal sehen kann, ganz normale Leute. Zwei von denen sind schon verheiratet, also Mirjam und Ivanka. Ivanka hat schon 2 Kinder. Und 2 haben sich entschlossen, ins Kloster zu gehen. Ja und nein. Sie haben noch nicht so ganz präzise gesagt, da und da und dann und dann. In der Richtung vielleicht entwickeln sie sich, aber sie sind frei. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, was die Botschaften betrifft. Ich habe also diese Botschaften teilweise gelesen, das sind ja sehr viele mittlerweile. Ja. Die sind ja eigentlich recht allgemein, ja, oder zeitlos, kann man fast sagen. Ja. Die gehen ja nicht jetzt konkret, sagen wir mal, auf irgendwelche Missstände ein oder leiten an. Ja. Das muss ja immer ausgelegt werden, das muss jeder ja auslegen. Das ist nicht die Gefahr, dass jeder diese Botschaften dann irgendwie für sich deutet, weil die eben nicht konkret sind, weil die nicht jetzt auf bestimmte Probleme direkt eingehen? Wissen Sie, diese Gefahr besteht, aber auch nicht. Wissen Sie, diese Botschaften sind auch sehr konkret, wenn man hineingeht. Und zwar sehr konkret für mich. Wenn sie sagt, zum Beispiel in der letzten Botschaft, ich rufe euch auf zum Frieden.
Gut, das ist generell. Und jeder, der deutet diesen Frieden, da muss schon die wissen, wer ruft, wer aufruft, dass es die Mutter Gottes ist, sagen wir uns. Und sie ruft uns nicht zu ihrem Frieden. Das ist Gottes Friede. Das hat sie oft gesagt. Gott gibt den Frieden, auch in dieser Botschaft. Gott macht das Herz reich mit dem Frieden. Also, dann gibt es keine Freiwilligkeit. Ich erkläre mir diesen Frieden so. Dieser Friede beinhaltet Frieden mit Gott, Versöhnung, Friede in mir selbst und Friede mit den anderen Menschen. Dieser Friede hat eine eigene Bedingung. Ich muss das, was mich stört, Frieden zu haben und den anderen stört, ich muss das weg, ab, die Umkehr, Abkehr. Umkehr konkret, Umkehr ist immer generell, wenn ein Priester spricht oder wenn wir so sprechen. Aber sehr konkret, weil wenn ich höre, oh, ich muss umkehren, dann muss ich finden, in was. Also immer konkrete Aufrufe zur Umkehr, die dann letztlich durch die Effekte, die dadurch entstehen, ja, also quasi Positives bedeuten, absolut, auch für die Menschheit. Zum Frieden. Wissen Sie, ich habe so verstanden. Dieser Friede ist eine Einladung, die Zerstörung abzulehnen, auszuweichen, Zerstörung. Nicht den Krieg, sondern Zerstörung. Natürlich, der Krieg ist auch Zerstörung. Aber es gibt so viele andere Zerstörungen in der Welt. Ich sage immer Drogen, Alkoholismus, Abtreibung, ist auch Zerstörung, Scheidung. Es ist immer ein Unfall, wenn eine Scheidung da ist. Die Kinder sind nie froh, wenn die Eltern scheiden. Gut, auch wenn man in den Eltern einen Grund finden kann, dass sie sagen, wir kennen nicht mehr einen. Aber das ist eine Zerstörung. Und also, wenn sie sagt Friede, dann sagt es weg von der Zerstörung. Und dann baut auf Leben. So, dieser Aufruf zum Frieden ist eigentlich ein konkreter Aufruf. Kehret hin zum Leben. Beschützt das Leben, liebt das Leben, nimmt an das Leben. Aber nicht nur sein eigenes, das wäre ein Egoismus. Das Leben der anderen, auch die Natur. Es gibt solche auch Botschaften, dass wir uns, sie sagt, nicht zerstört die Natur, sondern sie sagt, freut euch über die Natur. Und natürlich, dann kann jeder von uns schließen, was er machen kann. Und wir haben hier gesehen, sie spricht positiv. Und das ist auch eine Erziehung. Ich sage oft, angespornt durch dieses Sprechen in den einfachen Botschaften, gesagt, wenn sie sagt Dankeschön, dann heißt es nicht nur, dass wir alles gemacht haben, sondern sie sieht in uns oder in dieser Welt so Positives, dass sie schon ein wenig im Voraus dankt. Und das ist die goldene Regel für die Erziehung. Wenn ein Professor nicht glaubt, dass etwas Positives in seinem Schüler ist, er macht zu die Schule.